Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips, und heute geht's weiter mit unserer, mit unserem World of Warcraft Warlords of Draenor LP. Und, tja, wo waren wir? Stehen geblieben. Wir sollen zur Speerspießfestung fliegen. Wollen wir das mal machen? Dazu müssen wir einmal aus der Höhle hier raus, denke ich. Und dann werden wir wahrscheinlich mit der Flugroute fliegen, denke ich mal. Ich werde da mal eben hinlaufen. Ach halt, stopp, da vorne war noch eine Quest. Die werden wir uns natürlich noch holen. Beziehungsweise jetzt ist er irgendwie weg. Ne, da ist er wieder. Da oben. Die lassen wir dann natürlich nicht zurück. Wie geht's weiter, Kommandant? Okay, wo soll der sein? Sollen irgendwie ihn finden. Ah ja, da unten. Laufen wir da mal hin. So, da sind wir dann. In der Höhle hier wird der wahrscheinlich sein. Denke ich. Wollen wir da mal reinstürmen? Naja, da wird er bewacht von so einem Questmob. Oh, da haben wir ihn auch schon gepult. Ein Clownzahn hier. Müssen wir aber noch nicht töten für eine Quest. Ich denke, wir müssen hier wahrscheinlich nachher nochmal irgendwann hin. Na gut. Lässt sich jetzt nicht ändern. So, fix alles gelootet. Und da ist der kleine Urak. Findet Urak. So, dann wieder zurück, denke ich. Ja, wieder zurück in die Festung da, in diese, in dieses Zwischenlager. So, da sind wir dann wieder in der Festung. Er bewegt sich da scheinbar. Fragezeichen war gerade noch ein Stück dichter dran. So, geben wir das hier mal ab. Was braucht ihr? Wirklich gut gemacht, Urak. Grüße, Kommandant. Okay, dann gehe ich mal weiter. Da oben sollen wir, denke ich mal, gleich genau zur Speerspießerfestung zurückfliegen. Um da dann die andere Quest von vorhin abzugeben. Genau, da hat er auch schon so, so eine kleine Sprechblase über dem Kopf. Das heißt, der hat wohl einen Flug für mich. Genau. Ah, jetzt gab es da noch eine Quest. Werde ich wohl gleich nochmal zurückfliegen müssen. So, die Quest hier noch schnell annehmen. Grüße, Kommandant. Was hat der denn da jetzt noch? Stets zu Diensten. Mal auch nochmal wen finden. Wo ist der denn jetzt? Vorne. Ja gut, dann machen wir das noch schnell. So, da ist er. Was ist das denn hier? Zitterfell. Ein kleiner Wolf, so wie es aussieht. Angenommen. Sollen wir hier nochmal rein, so wie es aussieht. In diese Höhle. Da vorne ist noch... Ach, sein Vater. Den sollen wir da retten, so wie es aussieht. Genau. Vielleicht noch seine Mutter. Genau, da ist noch seine Mutter. Wer hätte es gedacht? Oh, jetzt bin ich hier eingenetzt. Ist natürlich nicht gut. So, wollen wir seine Mutter noch schnell befreien. Ist da vorne ein anderer Spieler am Kämpfen, so wie das aussieht? Nee. Ah, seine Mutter kämpft hier mit diesen Peinigern. So, hätten wir die alle beseitigt. Wo ist seine Mutter jetzt hin? Haben wir es fertig? Ja, so wie es aussieht, haben wir es fertig. Dann wollen wir mal wieder raus aus der Höhle. So, da sind wir dann. Der Zitterfell. Da wollen wir die Quest mal eben abgeben. Schauen, was wir dafür bekommen. Erstmal nichts. Und ich denke, jetzt gehen wir dann wieder zurück nach Vorgol und fliegen dann zur Speerspießerfestung. Da, wo wir vorhin eigentlich schon hin sollten und auch schon kurz waren. Bis ich dann gesehen habe, dass wir da unten die Quest vergessen haben. So, da sind wir dann gelandet bei der Speerspießerfestung. Und da drin haben wir jetzt eine Quest zum Abgeben. Wollen wir das mal eben machen. Springen wir mal auf den zufällig ausgewählten Himmelsgolem und ab geht's. Duotan. Den haben wir gerade was erledigt.
Das war dieses Event da unten in dieser Stadt. Janars Ungeduld könnte die ein Erfolgsfortschritt. Es ist typisch für meinen Bruder, die eigenen Bedürfnisse über die des Clans zu stellen. Seid unbesorgt. Dieser Held wird Ganar zur Rückkehr überzeugen. Euer Bruder schätzt Stärke über alles. Und davon hat unser Freund hier mehr als genug. Okay. Dann geht's nach draußen. Schauen wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. Ich mache das mal hier ein bisschen kleiner. Hier vorne gibt es jetzt zwei Aufgaben. Ich denke, ich werde erstmal hier oben hingehen. Vielleicht können wir auch gleich mal diese Gruppenquest erledigen. Ich schau mal, ob ich da vielleicht ein paar Leute finde, die das vielleicht auch gerade machen. Werde ich da einmal vorbeilaufen. Und ansonsten werde ich hier oben hingehen, zu den Aufräumarbeiten und da weitermachen. So, ich bin jetzt hier bei diesem Darmquetsch, dem Zerstörer. Und will mal schauen, ob ich den jetzt vielleicht alleine schaffe. Ohne eine Gruppe, denn hier befindet sich gerade sonst weit und breit niemand. Ihr seht schon, er hat hier wieder so einen goldenen Schweif und ist auf jeden Fall ein bisschen stärker. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das was wird. Aber ich probiere es einfach mal. Und hier alle meine Cooldowns zücken und so wie es aussieht, geht das daneben. Denn ich habe schon die Hälfte von meinem Leben verloren. Allerdings habe ich natürlich auch noch meine Heilfähigkeit. Die muss ich natürlich einsetzen, gezielt. Aber nee, ich denke, das wird nichts. Da werden wir jetzt wahrscheinlich sterben. Ja, da bin ich tot. Das klappt alleine also nicht. Da muss ich mir dann wohl mal tatkräftige Unterstützung suchen. Dann machen wir das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, denke ich. Nachdem ich an Darmquetsch, den Zerstörer, jetzt gescheitert bin, solo gescheitert bin, bin ich jetzt hier mal zu dem Fragezeichen geritten, wie angekündigt. Und habe hier allerdings noch so einen kleinen Rare-Mob entdeckt. Den will ich mir mal jetzt noch krallen, noch schnappen. Der ist hier in der Höhle drin. Was handelt sich denn da? Der Prügler, ist es der? Ja, der ist es. Mal drauf da. Sollte mich vielleicht auch nochmal buffen. Ein bisschen mehr Schaden machen, das Ganze hier ein bisschen schneller geht. Der ist nicht ganz so stark wie der Darmquetsch von eben. Komischer Name. Und die schafft man in der Regel auch alleine, so wie es aussieht. So hätten wir es. Was gibt's hier? Ein Streitkolben, Zweihandstreitkolben. Das ist doch mal eine gute Geschichte hier. 516er. Ah, der ist besser als unsere beiden. Tauschen wir den mal gegen den blauen hier aus, würde ich sagen. Beziehungsweise ist das auch eine Zweihand? Zweihand, Stärke, Ausdauer, Crit. Ja, das hört sich gut an. Den nehmen wir mit. 58 Stärke, 52. Okay, das passt auch. Da haben wir noch Schultern. Okay, da hatten wir vorhin bessere. Und ich glaube, den Rest brauche ich erstmal nicht durchgucken. Alles klärchen, dann geht's hier weiter. Müssen wir jetzt hier raus und geben dann mal eben die Quests ab. Beziehungsweise, ja, nehmen die an. Geben die ab. Abgeben, annehmen. Gehört ja meistens irgendwie zusammen. Ich denke, da kriegen wir gleich ein paar Folgequests. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Auf der anderen Seite vom Turm wahrscheinlich. Ah ja, hier in dem Turm drin. Ah, da hinten steht er. Ich bin hier. Oder sitzt. Wir kämpfen gemeinsam für den Clan. Da gibt's was Schickes, was Schickes. Neues Equip. Aber erstmal machen wir hier den Ogre kaputt. Der stört uns hier nämlich gerade. So, und da müssen wir wieder raus. Und draußen da so ein paar... Was müssen wir machen? Wölfe heilen, so wie es aussieht, und so ein paar Köpfe uns besorgen. Der hat irgendwelches Gift. Machen wir den mal kaputt. Beziehungsweise Gegengift vermutlich. Genau. Winterwetter-Wespen-Gegengift. Okay, damit müssen wir dann wahrscheinlich die Wölfe heilen, würde ich mal so tippen. Eins habe ich davon schon. Ich denke, da muss ich auch 5 sammeln. Machen wir das als erstes mal. Und parallel suchen wir dann halt auch gleichzeitig noch die Bosse. Ich sehe die da schon so ein bisschen eingezeichnet. Dann haben wir das zweite. Da unten sitzt so ein Wolf, wenn ich das richtig sehe. Gladiator der Frostwölfe. Den müssen wir heilen.
Schauen wir mal, wie das funktioniert. Haben wir auch schon fast genug. Ich weiß nicht, ob wir 4 oder 5 jetzt haben. Ich glaube 4. Wenn ich mich nicht verzählt habe. So, den ersten haben wir freigelassen. Beziehungsweise geheilt. Hat er da vor sich hingekotzt, oder was? Fast so aus. Oder sitzt er da am Stroh? Schwer zu erkennen. Okay, hier sind noch 2. Nehmen wir den Speerspießer hier mal noch mit. Und da müssen wir noch die Köpfe von diesen Bossen besorgen, die hier auch noch verteilt sind. Und dann haben wir es schon wieder geschafft. So, den letzten hier nehmen wir noch mit. Genau, ist die Quest abgeschlossen. Und dann schauen wir mal, ob wir noch die Köpfe von den Bossen kriegen. Da in diesem Gebäude scheint einer drin zu sein. Ja, da ist er. Natürlich immer schwierig mit der Kameraführung in so engen Räumen. Sehen wir unseren Budiku mal aus einer näheren Distanz hier. So, da haben wir ihn erlegt. Wollen wir mal noch seinen Kopf looten. Da haben wir ihn. Und dann müssen wir noch 2 weitere killen. Da ist einer drin in dem Gebäude, denke ich. Mal angestürmt. Uns angeschmissen und gib ihm. Irgendeiner wirft da noch von hinten. Genau, hier den Zauberer. Das ist beides Zauberer, so wie es aussieht. Ne, der hat eine dicke Keule, der wird da wohl gleich herkommen, dann denke ich. Können wir nämlich beide gleichzeitig Schaden machen. Mal auf den Zauberer gehen. Mache ich immer ganz gerne so. So, den ersten hätten wir. Kommt der Wolf und hilft uns wieder. Wieso kommt der eigentlich die ganze Zeit immer vorbei? Postwolfheuler, weiß gar nicht mehr, wo wir den her haben. Naja. Solange er dafür nicht bezahlt werden will. Alles im Lot. So, nachdem ich hier so einen kleinen Ausflug durch die Pampa gemacht habe, habe ich jetzt, glaube ich, auch den letzten Boss dann endlich gefunden. Da ist er. Ich habe diesen Höhleneingang auf den ersten Blick nicht gesehen, leider. Und dann werden wir uns auch noch den letzten Kopf besorgen und dann haben wir es auch schon wieder hier erledigt. Da ist er. Da ist noch ein Erz, das nehme ich noch mit. Sagt unsere Bergbaufähigkeit, 24. Geht sehr schleppend voran, wenn man überlegt, dass wir 700 Punkte brauchen. Nun gut, aber was will man machen? Zum Glück kann man wenigstens schon in der neuen Welt skillen und muss das nicht mehr in der alten machen. Gut, dann werde ich mal die Questgeber jetzt suchen müssen. Einen haben wir da, die Richtung, und einen haben wir da. Machen wir jetzt mal die 2. Ich glaube, das waren die hier uns die Quests gegeben haben. Ah ja, genau, das war der in diesem Turm da drin. Hoppeln wir da mal rein auf unserem kleinen Jack hier. Es ist ein guter Tag zum Kämpfen. Scheint wieder ganz gut drauf zu sein. Vorhin hat er sich ja dann noch hinter dem Rad da versteckt. Da hast du deine Köpfe. Und da gibt's jetzt neue Handgelenke. Das freut mich natürlich. Was haben wir hier? Da gibt es als nächstes einen neuen Ring. Können wir auch gebrauchen. Das ist gut. Legen wir das gleich mal an hier alles. Handgelenke. Der nächste ist 483er Teil weg. Was ist das denn hier? Das können wir noch gar nicht anlegen, die Taille. Weil erst ab 92. So, noch ein bisschen warten. Beziehungsweise ist eh schlechter. Das haben wir wohl so random gefunden. Hier gibt es noch eine Axt. 505 Eier. Genau, die hatten wir abgelegt. Und der Rest sieht so aus, als wenn wir ihn nicht gebrauchen können. Umstart eine Quest, das haben wir schon gemacht. Okay. Okay, okay. Was sollen wir jetzt machen als nächstes? Da leuchtet nochmal was auf. Ah ja, genau.
Kriegsfürst Bult getötet. Das machen wir mal eben noch. Ich werde den mal eben suchen gehen. Ah, hier vorne ist gleich so eine Arena. Da ist er wahrscheinlich drin. Ich bin außer Reichweite. Da oben leuchtet was. Kriegshorn des Arena-Meisters. Da müssen wir wahrscheinlich hin. So, da bin ich beim Kriegshorn des Arena-Meisters. Betätigen wir das mal. Haben wir. Was war das jetzt? Ach, das ist nur ein Spielzeug. Na gut, dann nehmen wir das mal. Und der muss doch hier drin eigentlich sein, oder? In dieser Arena. Da bin ich gerade ganz blöde. Bin hier auf jeden Fall angezeigt. Ist er das hier? Arena-Zuschauer? Nee. Ah, hier. Schaut mal her. Da haben wir es. Schlecht zu sehen, finde ich. Und dann ist da auch der Kriegsfürst Bult. Den wollen wir jetzt mal eben Saus geben hier. Kannst uns nichts anhaben, Kollege. Was haben wir hier? Können wir die Hebel betätigen? Nee. Das Waffen oder was die er hier verliert. Sieht aus wie seine Knüppel hier irgendwie. Aber benutzen können wir die nicht. Darf man wahrscheinlich nur nicht stehen und die abbekommen. Sonst kriegt man wahrscheinlich Schaden, würde ich mal vermuten. So, den hätten wir. Dann geht's wieder zurück zum... Ja, zum Questgeber. Wahrscheinlich da, wo wir die ganze Zeit waren, oder? Oder ist das jetzt wieder oben? Schütze des Kriegfürsten. Kann auch sein, dass das wieder oben ist. Schauen wir mal. Beziehungsweise, ich glaube, ich gehe dann erstmal hier hin. Ja, ich mache dann erstmal die andere Quest. Ich habe euch bereits alles so, da bin ich dann. Was ich weiß. Was? Genau. Wen hatte denn da? Skal der Fallensteller. Jetzt. Okay, den sollen wir jetzt wohl ausquetschen. Bringt es zu Ende. Bin bereit. Mein Vater wird mich rächen. Euer Vater wird trauern, so wie ich getrauert. Was ist denn sein Vater? Benachrichtigt das Rudel. Die Söhne des Eisenwolfs sind aufgespürt. Loktaroga! Okay, was sollen wir machen? Sollen wir ihm hinterher? Konfrontiert Grotan. Ich laufe ihm einfach mal hinterher. Ich denke, das wird schon richtig sein. Ah ja, da vorne wird mir schon so ein Trigger angezeigt. Ja, so eine blaue Pfütze. Dann wird er wahrscheinlich gleich hinlaufen. Da. Ah ja, genau, mit denen sollen wir ausquetschen, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ich kann ihn noch nicht anstürmen oder angreifen. Müssen wahrscheinlich kurz warten. Ist der Gute hier angekommen ist, da ist er. Das? Ich dachte, wir hätten euch bereits getötet. Wenn ihr nee, der lebt noch. Braver Hund darum bettelt, ist mein vielleicht Vater vielleicht in der Lage zu identifizieren, was von eurem winzigen Schädel übrig ist. Und nun? Ah ja. Okay, jetzt hat er seine Verstärkung geholt. Aber ich glaube, der Wolf hat ihn aufgefressen. Machen ganz gut Schaden hier, glaube ich. Aufpassen, dass ich jetzt hier nicht gleich das Zeitliche segne. Und was sollen wir denn jetzt machen? Hier ist irgendwie so ein Eiskönig der Speerspießer. Okay, sagt mir jetzt nichts. Hört mich an, Donnerfürsten. Ich bin Ganar von den Frostwölfen. Sohn von Ganar. Schaut mal, da zieht er den hinter sich her. Den Toten herrollt, ja. Euer Häuptling hat meinen Vater getötet. Also komme ich, die Köpfe seiner Söhne zu holen. Wer von euch ist auch genug, mich aufzuhalten? Ja, Kollege, wird fertig hier. Ah, jetzt kommen wieder welche. Okay, die sollen wir jetzt, Verstärkung. Ich denke, wir sollen jetzt hier die Verstärkung ausschalten. Das wird
jetzt hier wahrscheinlich unsere Aufgabe sein. Das hätten wir. Okay, und damit ist das auch abgeschlossen, oder? Da kommen noch mal welche. Davon schnappe ich mir mal den Jäger, der von der Ferne drauf schießt. So, hätten wir. Kommt noch mehr. Aber das stellt auch kein Problem für uns dar, denke ich. Alles easy, solo machbar. Auch mit unserem Guffelgear. So, jetzt ist es aber fertig. Wollen wir die mal hier abgeben? Was gibt's da jetzt? Ah ja, eine neue Waffe, aber eine Einhandaxt. Ich würde ganz gerne Zweihandwaffen tragen. Vorne ist noch ein Rare Mob. Ich glaube, den werde ich mir immer noch ganz schnell schnappen. Ah, hier ist er. Oh je. Friert uns ein. Der Drop was Nettes. Schauen, was er dabei hat. Na super. Eismuttermilch. Was macht das? Benutzt, erhaltet 25 Garnisonsressourcen. Okay, dann benutzen wir das mal. Dann haben wir das nämlich aus unserer Tasche verbannt. Ich habe da oben irgendwie noch so eine kleine Kiste gesehen. Ich schau mal, ob ich da eben hochkomme. Irgendwie. Von hier vielleicht. Ja. Schau mal, was da drin ist. Bin ich ja mal gespannt. Vielleicht Epics. Was haben wir da? Eine Stangenwaffe. Stärke, Ausdauer. Können wir eigentlich anziehen, oder? Stangenwaffe? Ich weiß nicht, was dagegen spricht, als Krieger eine Stangenwaffe zu tragen. Zweihand, Mehrfachschlag, Beweglichkeit. Beweglichkeit brauchen wir natürlich nicht, aber ich denke, ich ziehe die einfach an. Ich denke, die ist nicht so verkehrt. Wo haben wir sie denn? Da haben wir sie. 58 Stärke. Okay, die nehmen wir dann für die hier. Ja. Und ja, ist glaube ich egal, welche wir jetzt in die Mainhand packen. Die sind beide gleichwertig. Schick, schick, da haben wir eine neue Waffe. Waffen machen ja immer sehr viel aus beim Krieger. Das freut mich natürlich. Und dann werde ich jetzt mal da zum... Ich wollte das Erz da eigentlich gerade noch sammeln, aber das ist jetzt gerade verschwunden. Da war wohl eine andere vor mir da. Jetzt ist es wieder da. Das ist bestimmt so ein Buggy-Erz. Was immer durch die Phasen verschwindet. Wenn man da zu dicht drankommt, dann ist es wahrscheinlich wieder weg. So, hier müssen wir jetzt... Was müssen wir jetzt hier machen? Mobs killen, würde ich sagen. Okay, wir müssen 15 von diesen hier. Ich weiß gar nicht von welchen. Das geht gar nicht so schnell. Ich töte hier einfach mal das Grüppchen, was hier so ist. Scheinbar sind unsere Helfer jetzt auch weg, oder? Vielleicht hätte ich den doch lieber hinterherlaufen sollen. Vorhin. Statt zum Rare Mob zu gehen. Nun gut, ich denke, das kriegen wir trotzdem hin. So, den ersten haben wir. Genau, 15 sollen wir von denen. Machen wir das mal eben. Beziehungsweise da vorne wird mir gerade was angezeigt, da werde ich mal hingehen. Ah ja, hier haben wir so einen Boss. Den nehmen wir mal mit. Es müsste einer von denen hier oben sein. Ah, der hier in der Mitte.
So, den hätten wir. Ah ja, da vorne sind so Katapulte, die müssen wir auch noch zerstören. Wie es aussieht, Ballisten der irgendwas. Ja, hier die erste Aufgabe davon ist das genau in der verbrannten Erde. Machen wir das mal eben. Haben wir davon, da haben wir das auch erledigt. Dann ist hier vorne irgendwo noch ein Wehrmob. Ich schau mal, ob ich den vielleicht auch noch finde. Den würde ich ganz gerne auch noch mitnehmen. So, da vorne ist der Wehrmob. Jager die Vernarbte. Eine Orkin. Ein weiblicher Ork. Und hier zwei Ebern. Reißmaul und blutiger Hauer. Sehr einfallsreiche Namen. Und sie die ganze Zeit anstürmen. Das nervt irgendwie ein bisschen. So, haben wir sie mal gestunt. Ich schmeiß mal meine Cooldowns nochmal an. Die sind gerade wieder ready geworden. Und dann gibt es hier ein bisschen mehr Beef, bisschen mehr Damage. So, gleich haben wir sie. Und du droppst jetzt ein Epic für mich, das weiß ich. Epics, komm schon. Was haben wir denn da? Einen blauen Ledergürtel. Ja gut, den kann ich natürlich super gebrauchen bei meinem Krieger. Denn Agilität bringt mir genau, beziehungsweise da ist doch Agilität drauf, genau. Beweglichkeit. Schauen wir mal nach. Genau, Beweglichkeit da. 339 haben wir. Dieser Wert ist für euch nicht nützlich. Super, super, dass sowas dann für uns droppt. Okay, zwei von diesen hier müssen wir noch töten. Das machen wir mal noch eben. Haben wir den ersten. So, da haben wir den zweiten. Die müssen wir jetzt nur noch kaputt machen. Ah, da kommen noch ein paar dazu. So, da haben wir es fertig. Jetzt brauchen wir noch die Vorräte. Die sind ein bisschen weiter oben. Werde ich mal eben hinlaufen. So, da in der Höhle sind sie. Da ist nochmal ein Mob. Den müssen wir wahrscheinlich nochmal aus dem Weg räumen. Ich mach das mal hier einzeln. Nicht, dass ich da gleich derb aufs Fressbrett kriege. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh, jetzt kommen die da auch noch dazu. Ich benutze das jetzt hier mal. So, fertig. Ah ja, schaut mal her. Kommen da noch welche? Ne, die wollen jetzt wahrscheinlich unterstützen. Gut gekämpft. Da kommt er. Kommt unsere Verstärkung. Beziehungsweise, oder unsere Verstärkung läuft weg. Finde ich auch nett. So, was sollen wir jetzt machen? Schauen wir mal eben. Ah ja, hier vorne müssen wir die abgeben. Dann gehe ich da mal eben hin. So, da sind wir dann. Angekommen bei den Questgebern. Was braucht ihr? Schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Wie geht's Erfahrung weiter, natürlich. Kommandant. Und hier gibt es eine Waffe, eine Einhandwaffe. Mag ich allerdings nicht so. Vielleicht fürs Tanken nachher ganz, ganz schick. So, was müssen wir jetzt hier machen? Die Jungs müssen wir freilassen, indem wir wahrscheinlich die hier kaputt machen, genau. Das kriegen wir, denke ich, hin. Was hätten wir? Liegt irgendwas auf dem Boden, oder? Ah ja, genau. Haben wir jetzt irgendwie einen Stärke-Buff? Was gibt's hier zu tun? Erstmal nichts, da bin ich wahrscheinlich falsch noch. Da vorne, die da müssten wir befreien. Oh, die machen ganz schön Schaden hier. Lass mal meinen Cooldown an und stun die mal. Vielleicht nochmal meinen Garnisonsdinger da holen. Dass die mir da kurz helfen, ja. Okay, aber was sollen wir jetzt hier machen? Sollen wir da in die Höhle rein? Ich denke, wir sollen da in die Höhle rein.
Ah, hier vorne. Da ist noch eine Quest, die wir machen sollen. Das ist diese hier, Artefakte Gefallene. Da sollen wir irgendwelche Ressourcen aufsammeln. Dann die Jungs hier befreien. Das ist die Aufgabe. Okay, dann wissen wir, was wir tun sollen. Machen wir das mal. So, den hätten wir. Das wäre der zweite. Und das ist der letzte hier. Ey, wieso hilft er uns nicht? Jetzt ganz schön viel gepult hier. Ich hoffe, das überleben wir. Da war ich sehr mutig. Mal die Fahne zerstören. Ich glaube, die bufft die, oder? Ist möglich. Na komm schon, dich kriege ich auch noch klein. So, das hätten wir. Jetzt brauche ich natürlich noch die Artefakte. Die werde ich mal eben noch sammeln. So, ich habe mich da mal ins Innere dieser Höhle einmal vorgekämpft. Und hier steht jetzt der gute Ganar. Vor einem relativ großen Boss. Ich mach das mal hier eben, nehm das mal eben an. Wer ist denn das? Der Sohn von Ghoul, okay. Das war ja ein Boss aus dem Addon Burning Crusade. Ich bin ja mal gespannt, ob es den hier in diesem Addon dann auch wieder geben wird. Dann hättet ihr länger gelebt. Schau mal, was jetzt hier gleich passiert. Ich denke, wir müssen den da gleich besiegen. Die Bestie. Frostwölfe, tötet den Gron! Findet den Feigling! Okay, den sollen wir töten. Und mal drauf da. Er macht einen. Also einen Shockwave-artigen oder kegelförmigen Angriff. Wir müssen, denke ich, rausgehen. Ich hoffe, ich kriege das auch hin. Fail hier nicht wieder umher. Wäre ja nicht das erste Mal. Oh, jetzt macht er den auch nochmal so einen kreisförmigen Bereich. Einiges am Movement hier erforderlich, aber ich denke, das kriegen wir hin. Haben wir noch kein Lebenspunkt verloren aktuell. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier irgendwie geheilt werden oder so. Von den jetzt hier drumherum. So, und jetzt können wir unser Hinrichten einsetzen. Jetzt gibt es gleich richtig aufs Fressbrett. Zack, da ist er tot. Und was sollen wir aber jetzt noch machen? Ah ja, genau, da haben wir ihn getötet. Und jetzt können wir die Quest hier, glaube ich, gleich abgeben. Ja. Beim guten Ganar. Was gibt's denn hier? Eine neue Brust. Oh ja, die ist besser als unsere blaue, wa? Tempomeisterschaft. Kein Crit drauf. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, ob Crit auch noch der stärkste Stat ist. Früher war es halt mal so. So, wo haben wir sie denn da? 512er Brust gegen die 507er ausgetauscht. 56 Stärke gegen 53 Stärke. Ja, das ist okay. Wer von euch okay, mutig jetzt genug ist, an meiner Seite zu stehen, kommt! Wir zeigen der Welt die Macht der Frostwölfe! Geht's jetzt hier weiter oder müssen wir wieder raus? Das ist die Frage. Schauen wir mal. Ja, wir müssen wieder raus, wie es aussieht. So, da sind wir dann aus der Höhle raus und da oben steht der Questgeber, beziehungsweise der, wo wir die Quest abgeben müssen. Ich glaube, hier sind wir vorhin gestartet. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht gleich wieder doch in die Höhle zurück müssen. Weil ich vorhin vergessen habe, die hier irgendwie abzugeben oder so. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, wir versuchen einmal hier hinzukommen, oder? Ach ja, oder gehe ich einmal zurück zur Garnison? Ich weiß es gerade nicht so genau. Ich glaube, ich will erstmal hier hin eigentlich. Ich denke, da werde ich mal hinlaufen. Sehen wir uns da gleich.
So, da bin ich dann angekommen. Jetzt hier werde ich noch schnell die Quest abgeben. In der Speerspießerfestung. Was gibt's denn da? Da gibt's einen netten Ring. Das ist doch cool. Nehmen wir doch gleich mal mit und ziehen auch gleich mal an. Haben ihn da. 513er. Da legen wir dann unseren 483er Ring an. Ich glaube, jetzt haben wir auch gar nichts mehr 483er mäßiges. Sieht nicht so aus. Auf den ersten Blick zumindest nicht. Naja, alles schon im 500er Bereich. Und mein Gegenstandstufe ist auch jetzt schon bei 515. Es geht also voran, es geht voran. Was sagt unser Level? 84% noch bis zu Level 92. Ja, auch das geht voran. Und ja, so wie es aussieht, haben wir jetzt hier alles fertig. Mindestens in diesem Bereich hier. Hier unten haben wir noch die Gruppenquest. Da müssen wir jetzt entweder hier hin oder zurück in unsere Garnison. Was machen wir? Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück in unsere Garnison. Benutzen wir da einmal den Ruhestein. Und dann werde ich wohl erstmal wieder eine kleine Pause einlegen, denke ich mal so. Zack, da sind wir wieder. Schauen wir noch einmal unsere Mission einmal kurz durch. Da haben wir eine abgeschlossen. Und die Kala kriegt noch ein bisschen EP dazu. Zack. Und jetzt haben wir 6 verfügbare. Schauen wir mal, ob wir hier noch was Schönes gedreht kriegen. Das ist eine 91er. Kriegen wir die auf 100%? Das wäre natürlich cool. Dann machen wir einfach mal so. Starten wir. Nachtwache, okay. Die passt gerade nicht so. Oder vielleicht eine, die besser zu ihr passt. Selten, da brauchen wir 3 Stück. Hier brauchen wir nur ein. 90% wird sie hinkriegen. Okay, merken wir uns die mal. Die Wege der Felsklauen ist es. Was ist hier? 10 Stunden, da brauchen wir auch 3. Okay, dann lassen wir die mal Wege der Felsklauen machen. Dauert 6 Stunden. Und so 90% Chance. Ich hoffe, das klappt. Wir verfügbar. Jetzt sind alle unsere Anhänger unterwegs, genau. Und das sieht doch ganz gut aus. Hier haben wir noch einen ganzen Batzen Quests. Ich denke, die nehmen wir dann in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Und ja, dann verabschieden wir uns hier einmal. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.